Jo Leute, was geht ab zu einem neuen Pack-Opening? Nein, ich bin nicht krank, aber man muss sich ja immer, naja, man muss mit der Mode gehen. Ja, mit der Mode auch nicht. Mit einem aktuellen Geschehnis, damit ihr wisst, ich bin, ja, ich weiß nicht. Ich bin authentisch oder so. Ich habe gestern im Training gehört, im Fußballtraining, dass wir irgendwie den kältesten Februar seit 30 oder 40 Jahren haben. Ja, wir haben gestern Fußballtraining gehabt bei gefühlten minus 50 Grad. War ganz schön auf dem Fußballfeld bergsteigen. So kommen wir jetzt zu diesem Pack-Opening, obwohl das überhaupt keinen Zusammenhang hat. Ihr seht, ich habe 21 Packs, wir werden aber nur 20 öffnen, weil hier hinten ein TDW-Spielerset noch ist und das will ich mir noch aufheben. Ja, die anderen Packs, die ziehe ich jetzt natürlich, weil... Ja, es gibt neue Man of the Match Spieler, 15 Stück glaube ich, es gibt Premier League Upgrades, es gibt Team der Woche, also es gibt viele Special Karten und der nächste Zeitpunkt, bei dem wir so viele Special Karten haben werden, wird wahrscheinlich der Foot Geburtstag sein und ich glaube der ist erst März, April, ich weiß es nicht. Hier wieder viele Megasets, 50k Pack, seltene Megasets ist auch mit dabei. Paar gute Packs auf jeden Fall, paar Packs die Eier lecken, die aber in der Vergangenheit auch viel gebracht haben. Ja, und ich habe mich noch gefragt, ja, wie kannst du das Video noch spannender machen? Dann habe ich bei anderen YouTubern so nachgeschaut, ja, da gibt es immer so tolle Sachen wie Bestrafungen. Dementsprechend sollte ich jetzt, also heute bei diesem Pack-Opening, kein Man of the Match oder kein Team der Woche Spieler ziehen, dann gibt es eine Bestrafung. Sie wird richtig übel krass, das kann ich euch schwören, Digga, Alter und so weiter. Ja, so spricht man ja heutzutage. Ich würde sagen, wir starten mit dem Premium Gold Set, weil das leckt schon ziemlich Eier. Ja, die eigentliche Verarsche an dem Wetter ist ja eigentlich, dass die Sonne scheint. Also ich habe heute mal ausnahmsweise keine Softbox an, das ist hier. Natürliches Wetter, natürliches Licht und trotzdem, ja, minus 100 Grad. Das war hier von dem Neujahrsevent. Zwei seltene Goldspieler plus, hauen wir auch gleich weg. Oder nee, erst die zwei Spielersets, hier die zwei. Yeah, bist du dumm, Bia? Ja, geil. Ein 81er oder höher auf jeden Fall. Da kann ja nur ein Man of the Match. Assi, guck mal, oh, das dauert schon länger. Das kann nur ein Schlitz sein. Oder auch nicht. Gomez! Oh ja, das ist doch sowas wie ein Walkout. Alle immer, wow, die Packs sind so OP. Manchmal sind sie das ja. Aber meistens dann nicht. Machen wir erstmal Premium gemischte Spielerset. Ja, zu EAs Verteidigung muss man ja sagen, im letzten Pack-Opening hat man ja glaube ich 14 Packs, in den ersten 4 Packs war gar nichts und in den nächsten 10 Packs war dann 9 mal Schlitz. Also, es waren aber auch gute Packs, muss man sagen. Seltene gemischte Spieler. Ja, so langsam, ne, so langsam könnte man mal Richtung Schlitz kommen. EA lacht mich wahrscheinlich gerade aus, so, haha, der will Team der Woche oder Man of the Match Spieler. Der kann froh sein, wenn er einen Schlitz bekommt, Leute. Da nur ein Seltene drin, Goldspieler-Set, natürlich, hau weg. Premium Electrum. Digga, ernsthaft? Seltene Goldspieler, klein, jetzt das hier. Lang genug hat er sich gedrückt und jetzt muss aber auch was Gutes kommen. Oh, der erste Schlitz für heute. Boom. Das ist, wer ist denn das? Das ist Touré, oder? Ja. War der echt nur ein 83er? Ja, Touré. Echt? Gefühlt habe ich den in dem Spiel noch gar nicht gesehen, aber wir haben Valero auch mit dabei. Nicht schlecht, also gutes Pack. Seltenes Elektrum-Spieler-Set. Yo. Hm? Franzas. Baran oder ne, Umtiti wird das sein, jawohl. Ja, Jumbo Premium Goldspieler. Ja, Kruse, Bartlett, oh ja. Machen wir mal Megaset erstmal. Haben wir ja genug. Schlitz, ja, Megaset. Mein neues Lieblingspack. Deutschland, ich will es nicht mehr sehen. Und das ist Mustafi. Immerhin besser als Höwedes oder Süle. Immerhin. So, Megaset haben wir insgesamt 4 Mal. Dann öffnen wir jetzt noch 2 und dann das seltene Goldset. Das klingt nach einem Plan. Oh, jetzt halt auf, schon wieder Schlitz und jetzt einmal am Ende auf dem Match an Inform! Oh nein, ich bekomme keine Bestrafung, das ist ja eine richtige Frechheit, aber der Inform, der lutscht ziemlich Eier. Heißt der wirklich Wind-Ass? Oder Weint-Ass? Der windige Arsch. Ach du Scheiße, wie kann man denn so heißen, Mann? So, noch ein Megaset, also läuft heute richtig gut mit denen.
Ja, warum verschrei ich's auch? Warum verschrei ich's auch? Warum rede ich überhaupt mit diesen EA-Drecksfans? Oh, hallo Lichtsteiner, dich kenne ich ja gar nicht. Dich habe ich ja heute erst fünfmal gezogen. Söldne Goldset haben wir gesagt, nun? Ja, guck her. Bam. Niederlande, Stürmer Dost wird dieser. Ja, da ist er doch, der Dost. Am Arsch. Wisst ihr, was mir gerade einfällt? Der Inform, der war doch überhaupt kein Walkout, oder? Das heißt, ja, unsere Streak ist im Moment gebrochen. Wir haben nur noch 4 Packs. Ach du Kacke. Aber naja, wir haben ja Inform gehabt. Egal, egal. Wir machen jetzt mal weiter mit Megaset wieder. Schlitz, das sehe ich jetzt schon. Und jetzt hau den Walkout raus hier, Mann. Deutschland. Ah, wer, Mann? Aber ich will es einfach nicht mehr sehen. Warum? Gib mir doch Ägypten und Salau und sonst irgendwen. Tja, EA hat uns an den Eiern. Seltene Megaset zweimal und dann seltene Spieler als 50k-Pack. Ich glaube an den Walkout irgendwie nicht mehr. Dafür kenne ich EA zu gut. Der wäre schon längst gekommen. Schlitz immerhin. Wer ist denn das? Payet schon wieder. Ja, haben wir im letzten Pack-Opening auch gehabt. Es gibt ja nur 500 Schlittspieler, da kann man schon 10.000 Mal denselben ziehen. Okay. Komm. Spanien. Carvajal oder Juan Fran, ja. Juan Fran. Die Streak ist tot. Ich sehe es schon kommen. Gerade erst gehabt. Sommer. Wer ist da? Sommer, das ist. Muss man das noch kommentieren? Ich glaube nicht. Seltene Spielerset, ich kann gar nicht hinschauen. Mal gucken. Perrin oder Perra oder. Genau genommen kann uns jetzt eigentlich nur STDW-Pack den Arsch retten. Ich muss mal kurz in mich gehen. Ich glaube, jeder 84er TDW wäre ein Walkout. Startelf wäre das quasi jeder. Also die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich hoch. Komm, scheiß auf das TDW-Pack. Die Streak ist wichtiger. Jetzt kommt wahrscheinlich noch Cavani raus. Dann FML. Wer war denn das? Ein 82er. Es gibt 50 Team der Woche Spieler diese Woche. 45 sind über 84 und ich ziehe den 82er, Soares. Fick mein Leben, EA. Die Werte sind für einen 82er ziemlich geil, muss man sagen. Aber ansonsten, also, hallo, guck mal, 88 Tempo, 82 Schuss, 87 Physis. Alter. 4 Sterne Skills vielleicht auch noch. Ja, okay, wir wollen ja nicht übertreiben, aber. Digga. Spielerisch und packtechnisch scheiße. Wie soll ich euch das beibringen? Die Streak ist beim 7. Pack-Opening tatsächlich vorbei. Kein Walkout. Aber auch wenn es die Bestrafung nicht gibt, will ich euch zeigen, was es gewesen wäre. Ich hätte hier eine Packung Nicknacks gehabt, ja. Hätte ich keinen Inform oder keinen Man of the Match gezogen, hätte ich ein Nicknack gegessen und hätte aufgehört. Das ist egal ob Nicknack oder irgendwelche Chips oder sowas in der Richtung. Man kann sich nicht eins nehmen, es essen und dann aufhören. Es geht nicht. Deswegen wäre das eine ziemlich krasse Bestrafung gewesen, finde ich. Oder findet ihr nicht? Also ich finde es ziemlich heavy. Ja, nun gut. Ich weiß nicht, was trauriger ist, dass wir zwei Informs in diesem Pack-Opening haben und beide scheiße waren oder dass es keine Walkouts gibt und kein Man of the Match oder kein gar nichts, dass ihr einfach mal kein Spieler gönnt, der vielleicht mal über 300.000 wert ist. Gar nicht. 7 Pack-Openings, geschätzt 500 Packs und nur scheiße, weil man keinen Cent ausgibt. Ja, das musste mal raus. In dem Sinne, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen, ihr schönen Kinder der Kindergrippe, Kindarian. Und haut rein, bis zum nächsten Mal. Das nächste Pack-Opening wird, denke ich mal, dieses Mal wirklich länger dauern. Also, es gibt jetzt erstmal kein Event. Aber mal gucken, man weiß ja nie. Und haut rein.